Heute reden wir über den grossartigen Erfolg von Nemo am Eurovision Song Contest, über Protest an den Unis gegen den Krieg in Gaza und über die angekündigte Neuausrichtung von Economy Suisse. Mein Name ist Cedric. Ich bin Matthäa, das ist Meier Wermut am 13. Mai 2024. Bevor wir aber über die drei Themen reden können, müssen wir noch über etwas kurz reden, das am Wochenende passiert ist, was wir am Wochenende erfahren haben, was uns nach wie vor fassungslos macht. Und das ist der Tod vom Vize-Bundeskanzler André Simonazzi. Ich war am Samstag im Zug, wo mir jemand aus dem Umfeld von der Bundeskanzlei angerufen hat. Und ich realisiert habe, gut, das ist nicht gut, wenn das am Samstag passiert. Und mir die Person dann mitteilt hat, dass der André Simonazzi leider auf einer Wanderung gestorben ist. Ja, ich habe dann auch die Anrufe gesehen. Ich habe dir zurückgerufen, wie ich die verpasst habe. Du hast mir das dann gesagt. Du hast offenbar am Freitagabend, du hast es erzählt. Ich war mit meiner Familie im Jura gewesen, eigentlich in fröhlicher Stimmung am Wandern. Und das ist schon etwas, was brutal dann so rausreisst. Und wo mir das Wichtigste ist, glaube ich, in dem Moment zuerst mal das Beileid auszusprechen an seine Familie. Der andere hat drei Kinder gehabt, ist verheiratet. Wir haben ihn kennengelernt als Vizekanzler, aber lange Karriere vorher bei Caritas war, als Pressesprecher, Chef der Informationsabteilung, sich immer für dort die sozialen Fragen vor allem eingesetzt und dann bei Moritz Leuenberger auch Sprecher war, seinem Departement. Er hat einen sehr schönen Nachruf geschrieben, der Moritz, auf einer Webseite unter dem Titel «Kommunikation heisst Gemeinsamkeit». Ich glaube, das beschreibt es auch schön. Aber im ersten Moment ist das etwas, was sprachlos zurücklässt. Ich weiß gar nicht, wie man das kann. Ich glaube, es gibt keine guten Worte, ehrlicherweise, um auf das reagieren. Ja, also mit 55 komplett aus dem Leben gerissen werden, Menschen zurücklassen, das Leben nicht mehr weiterführen zu können. Ich bin wirklich nach wie vor so mega schockiert. Ich glaube, vielen Leuten war André bekannt gewesen, jetzt insbesondere aus der Corona-Pandemie, als einer von denen, der an fast jeder Medienkonferenz tätig war und jeweils das Wort erteilt hat, zuerst der Bundesrat oder der Anwesenden und nachher auch den Journalistinnen und Journalisten. Und das in einer Ruhe, aber auch mit einem Charme gemacht hat und immer auch, finde ich, sehr stark mit so einem Bewusstsein, es geht um die Sache, nicht er als Person im Zentrum, sondern um die Sache. Er, glaube ich, irgendwo einmal in einem Interview gesagt, er empfindet die Zuschrift Staatsdiener zu sein als etwas Positives. Und das ist er durch und durch gewesen. Er hat den Wert der Institutionen, der Bundeskanzlei, von unserer Demokratie unglaublich stark verkörpert und wird extrem fehlen. Das ist ja das, was ich manchmal mit ihm Diskussionen hatte. Er ist zum Beispiel, dabei war er von Vattenwil-Gespräch, das sind die Gespräche zwischen allen Regierungsparteien, hat dann immer das Kommuniqué verfasst und die tut man ja im Turnus präsidieren, die von Vattenwil-Gespräche. Und ihm war immer sehr wichtig, dass man bei allen Streitereien Gemeinsamkeiten der Parteien rausstreicht. Und das ist aus seiner Überzeugung herausgekommen, dass die Demokratie und ihre Institutionen nur glaubwürdig sind und funktionieren, wenn man das am Schluss sucht. Und für das ist er sehr glaubwürdig gestanden, obwohl er übrigens, haben wir gar noch nicht gesagt, SP-Mitglied war und wir ihn darum auch wahrscheinlich näher kennen als andere. Er war zum Beispiel immer Teil von der Fraktionssitzungen. Wird fehlen in dieser Rolle definitiv. Ich möchte jetzt eine komische Überleitung machen, aber einen guten gibt es nicht. Aber wenn wir zu diesen drei Themen kommen. Machen wir. Zuerst haben wir über den ESC und den wirklich fulminanten Sieg von Nemo reden. Hast du eigentlich geschaut am Samstagabend, oder? Ich muss ehrlicherweise sagen, ja und nein. Das heisst, wir haben wirklich so ein Familien-Public-Viewing gemacht im Jura, wo wir gewesen sind. Ich bin aber vor dem Schluss von der Rangverkündigung eingeschlafen. ehrlicherweise es ist auch lang gegangen. Es ist wirklich extrem lang gegangen. Wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen. Kinder und ich haben das dann nicht mehr durchgehalten. Aber also natürlich dann gleich mitbekommen, das ist klar. Und mal, ich habe also inklusive der Auftritt zumindest um den Anfang von der Rangverkündigung geschaut. Du auch sogar gepostet. Auch halb, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch eine Serie fertig schauen, was ich dann gemacht habe. Und ich habe zumindest alle Songs im Schnelldurchlauf geschaut. Das hat mir zum Teil auch wirklich gelangt, muss ich ehrlich sagen. Das Lied von Nemo habe ich natürlich vorne schon mehrfach gehört und den Auftritt selber dann auch. Und dann habe ich aber wirklich quasi von der ersten
Punktevergabe bis zur letzten durchgebibbert und durchgeschaut. Und es war schon noch eindrücklich gewesen. All die Punkte von all den Jurys, die quasi wirklich sehr viel an Emo gegangen sind. Und nachher sind ja dann noch Publikumsbewertungen dazugekommen. Und dann war es so, langt es jetzt nicht, weil es haben ein paar Länder extrem hohe Punktevergabe bekommen. Von Kroatien, Israel, Frankreich. Und dann kann man sich ja so ein bisschen ausrechnen, so, hey, so viele Punkte gibt es gar nicht mehr, die vorher bleiben. Für den letzten quasi, und das war Nemo. Und wo dann klar war, er muss 183, oder Nemo muss 183 Punkte machen und dann gesagt hat, 200, dann ist er. Und sehr schon passiert, der Pokal war kaputt. Das habe ich mitbekommen. Ja, bitte. Wieder da, bitte. Ja, was bedeutet das jetzt? Das ist, hat doch eine beeindruckende Diskussion ausgelöst. Der Sieg von Emo, muss ich sagen, schon im Vorfeld, aber insbesondere auch seit dem Abend finde ich es faszinierend, wie die Schweiz plötzlich in einer Selbstverständlichkeit kann über non-binäre Menschen und ihre Anliegen reden, wo man vorher fast nicht durchgekommen ist, weil es geheiss hat, hört jetzt auf mit dem Woke-Geschrei. Und jetzt wird das aber sachlich diskutiert. Das ist schon beeindruckend. Oder hat das auch, Nemo hat das auch bewusst gesagt? Ja, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, weil es hat ja wie so auch in der Vergangenheit schon ein paar so Momente gegeben. Es hat das Buch von Kim de l'Horizon, wo schon mal so ein bisschen ein Thema war. Ja, ein Blutbuch. Genau. Und nachher hat es den Moment gegeben, wo wirklich unerträglich war von Ueli Maurer, der abgetreten ist als Bundesrat und gesagt hat, mir ist eigentlich egal, was mir nachfolgt, einfach nicht ein Es darf sein, wo wirklich so eine unglaubliche Abwertung war non-binären Menschen gegenüber. Und jetzt, mit dem Sieg von Nemo, hoffe ich schon, dass es in dieser Frage weitergeht. Und muss ehrlicherweise sagen, Nemo hat das auch massiv vorantrieben. Ja. Ich meine, Nemo hat die Flagge, ich kämpfe zugegebenermaßen noch mit dem Artikel, das richtig einzubauen, merke ich jetzt auch wieder. Ich habe es vorhin auch schon falsch gemacht. Muss man üben, aber Nemo hat die Flagge. Ich finde, es ist auch ein Lernprozess. Ja, und ich finde es völlig richtig, dass man für sich selber irgendwie den Lernprozess auch startet, sich dem nicht verweigert. Aber dass wir in einer Sprache leben, die so klar von er und sie die ganze Zeit redet, ist auch eine Frage von Übung. Und ich glaube, es wichtig ist, dass man sich auf das hinweist. Das Lustige ist, meine Erfahrung ist, non-binäre Menschen reagieren ja in der Regel völlig gelassen. Denen ist das absolut bewusst, dass es den Prozess braucht. Wer völlig überreagiert, sind ja meistens die konservativen Reaktionäre, die es völlig daneben finden, wenn man quasi nicht er oder sie sagt. Von denen, ich glaube, die mit dem aufwachsen oder mit der Realität konfrontiert sind von einem schwierigen Outing, die sind sich bewusst, dass sie den Weg machen. Und darum finde ich auch den Auftritt von Nemo so beeindruckend, dass Nemo ja wirklich hergestanden ist und gesagt hat, das ist auch ein politisches Statement mit dieser Frage und dann dieser Pressekonferenz. Das muss man zuerst mal machen. Also die Flagge hätte ja Nemo reinschmuggeln müssen. Also die Flagge, die quasi von Non-Binarität steht, Nemo müssen reinschmuggeln, weil die ja, glaube ich, X-Fans abgenommen worden ist. Das ist verboten worden, was völlig absurd ist. Aber Nemo hat ja auch den Mut aufgebracht, das Engagement, die richtigen Worte auch gefunden, finde ich, nach der Verkündigung von dem Sieg und das auch eine politische Einordnung war. Nemo hat ja in dieser Pressekonferenz gesagt, die erste Person, die Nemo anruft, wird nicht das Grosse oder sonst irgendjemand sein, sondern der Bundesrat Beat Jans himself. Ich habe gelesen, dass Beat Jans das offenbar positiv beantwortet hat, das aber auch nur in der Zeitung gelesen, mit dem Beat hat er nicht Kontakt gehabt. Man muss vielleicht schnell sagen, warum der Beat Jans als Vorsitzender vom Eidgenössischen Departement für die Justizfragen unter anderem ist beauftragt, bis wann weiss ich gar nicht mehr, einen Bericht abzuliefern als Parlament, wie man die gesellschaftliche Situation von non-binären Menschen verbessern kann. Leider ohne Geschlechtseintrag. Genau, also da muss man schon noch etwas vorwegnehmen. Der Bundesrat hat vor ungefähr 2 Jahren, erachtet die Gesellschaft noch nicht alles so weit für eine Personenstandsänderung, respektive dass man ein drittes Geschlecht einführt. Aber der Bundesrat war bereit, dann jetzt wenigstens in so einem Bericht aufzuzeigen, wie man die Situation von non-binären Menschen dennoch verbessern kann. Zum Beispiel, indem es einfacher ist, den Vornamen können, zu wechseln zu einem non-binären Namen. Aber schon immer noch so ein bisschen die Verweigerung, zu anerkennen, dass das eigentlich ein gleichwertiges Geschlecht ist. Und ich finde es schon sehr kompliziert, auch zu tun und zu tun, wenn das jetzt eine unglaublich grosse, einzigartige Situation ist, obwohl andere Länder das schon längst eingeführt haben. Unter anderem, glaube ich, hat es Deutschland und Österreich.
Glaubst du denn, das ist jetzt nachhaltig, der Effekt von dem Sieg? Ich finde, es hat so etwas, es hat mich im ersten Moment so ein bisschen erinnert an ausländisch, also nicht ausländisch, ja falsch, sondern an Fußballer in der Nationalmannschaft, insbesondere in der Männernationalmannschaft, mit ausländischen Wurzeln, wo wir lange so gesagt haben, ja, ihr könnt schon mitschuten, aber bitte sagen niemandem, dass er migrantische Wurzeln hat. Und dann, wo sie plötzlich Erfolg haben, hat sich das wie normalisiert. Das ist fast ein bisschen ein ähnlicher Effekt. Es macht natürlich non-binäre Menschen sichtbar. Mhm. Es gibt ein gewisses Gesicht auch, eine Identifikation, wobei ich finde, Nemo sehr klar auch aufzeigt, wie die Community auch gross ist. Also, dass es jetzt nicht einfach nur um Nemo allein geht, das finde ich wirklich auch einen extrem wichtigen Aspekt. Auch die Sichtbarkeit macht, auch die eben Normalisierung, wo du sagst, das Ganze, was ich in dieser Diskussion nicht so verstehen kann, ist die Ablehnung von gewissen Kreisen dem Gedanken gegenüber, es gibt nicht nur Männer und nur Frauen, sondern es gibt eben noch viel, viel mehr. Es gibt non-binäre Menschen. Und ich immer so denke, wenn es die gibt, die nehmen einem ja nichts weg. Was ist so? Also die Angst ist mir schon, also doch, sie nehmen einem halt so eine Normierung, eine Klassifizierung, Stabilität. Eine Stabilität weg. Aber so die Vorstellung, also, mir geht es ja nicht besser oder schlechter, nur weil es Menschen gibt, die weder Mann noch Frau wollen sie oder können sie. Ich glaube, die Angst vor Sicherheit, das hat etwas mit patriarchalen, männlichen Primärrollenbildern zu tun, oder ist klar, muss ich eine Frage stellen. Manchmal frage ich mich ehrlicherweise auch ein bisschen, ob es nicht auch mit Frust zu tun hat. Ob das nicht, ist ja auch, nicht nur überhaupt nicht, aber nicht nur jetzt gerade eine Generationenfrage, eine junge Generation, die es schafft, die Sichtbarkeit herzustellen, oder die es vielleicht auch einfacher hat, ohne Vorwurf von älteren Generationen weggekämpft haben, die plötzlich zeigen, wie viel Freiheit, zumindest auf dieser Ebene, wäre möglich. Und es ist ja kein Zufall, viele Männer, rechts, älter, die merken, da macht jemand etwas, das Leben entspannter, freier, als ich es vielleicht auch geniessen konnte. Ich bin nicht sicher, ob das nicht auch viel Frust und quasi eigentlich Neid irgendwo dahinter hat. Also, das ist ja immer all die Rollenzuschreibung. Die binäre Geschlechterrollenzuschreibung hat ja viel mit Stabilisierung des Systems zu tun, mit einer Hierarchisierung auch. Das ist, du hast gesagt, klar männlich geprägt. Man steht über allem. Auch über die Frauen, auch über non-binäre Personen. Und wenn man das natürlich anfängt in Frage stellen, und das tut natürlich eine Gruppe von Menschen, die sich dem nicht unterordnet, nicht zuordnen will, stellt natürlich das System in Frage. Ich meine, die politischen Komponenten von dem schon bewusst, aber ich kann mir immer so auf der individuellen Ebene, finde ich das immer so schwierig zu fassen, weil ich wirklich so denke, hey, habe ich schon bei der Ehe für alle gedacht. Was soll's? Ich finde, jetzt haben wir ein wunderschönes Slogan als Partei. So. Zum Glück haben wir nicht erfunden, und dürfen wir sagen, es ist genug für alle da. Das trifft ja genau. Ja. Genau wie es ist auch genug Geschlecht für alle da. Also, was soll's? Was wir ganz schnell diskutieren, vielleicht gerade an dem Rand, weil du es erwähnt hast, die erste Reaktion von rechts war jetzt ja unter anderem, dass er soll das machen, aber man muss selbstverständlich aufpassen, es lässt sich jemand zitieren, Thomas Matter von der SVP, relativ hart im Sinn von, man muss dann schon aufpassen, quasi nicht zu viel Geld für so non-binäres Zeug auszugeben. Schon krass, ja, jetzt das eben, auch noch so wird auf eine Halbierungsinitiative eigentlich von der SVP. Ah, hat natürlich aber stark damit zu tun, weil, so wenn ich informiert bin, wird ja nächstes Jahr der European Song Contest in der Schweiz ausgeführt quasi. Aber das muss finanziert werden vom bestehenden SRG-Budget, wenn es nicht zu zusätzlichen Finanzierungsquellen kommt. Und das gibt natürlich massiven Druck. Zusätzlich zu dem Druck, der ja eh schon gemacht wird von rechter Seite aufs Budget von der SRG. Und ja, da glaube ich, werden wir politisch auch noch gefordert sein im nächsten Jahr. Was soll stattfinden? Windy forever. Sag jetzt nicht Stadtsalto für ihn. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo wir da sind. Nein, ich weiß, es muss ja schon an einem Ort sein, wo auch viele Leute gehen können, weil das ist doch auch für sehr viele Leute, gerade auch aus der Queer Community in den letzten Jahren, ein wichtiger Anlass geworden, auch eben, um die Sichtbarkeit auch können zu zeigen. Ich hätte in Biel noch schön gefunden als Statement, aber zugegeben ist vielleicht von der Infrastruktur ein schwierig. Aber sie versuchen es, man gehört der Stadtpräsident. Also warum Biel? Weil Nemo von Biel ist. Weil Nemo von Biel ist, genau. Und weil es auch noch zusätzlich gerade noch auf der Sprachengrenze ist und wirklich die Vielfalt eigentlich von der Schweiz relativ gut repräsentiert. Der ESC war aber nicht nur quasi Glanz und Glamour gewesen, sondern auch begleitet worden von Protest gegen den Krieg in Gaza.
Es hat massive Proteste gegen die israelische Sängerin, auch Buhruf im Publikum und gleichzeitig aber auch grosse Sympathiebekundungen ihr gegenüber, wenn man Publikumsbewertungen von ganz vielen Ländern anschaut, die ihr sehr viele Punkte gegeben haben. Und die Proteste hat es jetzt nicht nur an dem Song Contest gegeben, sondern aktuell weltweit an ganz vielen Universitäten, unter anderem auch in der Schweiz. Ja, wir haben seit jetzt etwa zwei Wochen eine Reihe von Besetzungen länger und kurzer Natur erlebt an Hochschulen. Hat angefangen in der Romandie primär, Universität Lausanne, Genf, dann ETH, jetzt offenbar die Nacht, bevor der Podcast produziert wird, an der Uni Bern, wo Studierende Räumlichkeiten von der Universität in Beschlag nehmen, zum mal ganz allgemein gesagt, gegen den Krieg in Gaza zu protestieren. Man nennt das dann pro-palästinensische Protestaktionen und auch mit Forderungen, beispielsweise zumindest einzelne, nicht alle, zumindest einzelne von den Protest, Forderungen mit der Einstellung von der Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten. Ja, vielleicht die Zusammenarbeit der israelischen Universität können wir vielleicht am Schluss nehmen. Ganz grundsätzlich macht der Krieg natürlich extrem betroffen. Nach wie vor die Bilder, das Leiden von diesen unglaublich vielen Menschen sind jetzt sehr, sehr lange, das macht unglaublich betroffen. Protest finde ich der Art auch legitim gegen einen Krieg, gegen einen Krieg in Gaza. Ich finde, es gibt Grenzen, das ist völlig klar, das ist so seit immer klar. Antisemitismus, aber auch komplett falsche Verbrüderung mit irgendwie Hamas oder sonstigen Terroristen, wo ja wirklich auch komplett jegliche Werte einstehen, die eigentlich sonst Universitäten einstehen. Also ich teile das. Ich meinte, ehrlicherweise, der Krieg in Gaza lässt sich nicht mehr anders erklären, als dass das jetzt auch ein Privatprojekt ist vom jetzigen Premierminister, von Benjamin Netanyahu. Ein politisches Projekt, der hat ja leider auch in den Lokalwahlen relativ gut abgeschnitten, seine rechten Koalitionspartner zum Teil noch mehr. Und ich kann das nicht mehr nachvollziehen als etwas, das im Sinn von einem ernsthaften Kampf gegen den Terrorismus, in dem Sinne oder gegen Hamas, was legitim ist, wirklich noch zu rechtfertigen wäre. Es gibt ja auch in Israel selber, auch auf der israelisch-jüdischen Seite, massive Proteste gegen die Regierung. Und das scheint mir sehr klar. Und das heisst, darf ich noch mal schnell etwas sagen? Ja. Und die Proteste in Israel ja sicher nicht dagegen stellt, dass man nicht alles dafür tun soll, dass die Geiseln, die nach wie vor schrecklich erleiden, endlich sollen können freikommen werden, aber das legitimiert einfach nicht die brutalen Angriffe. Sorry. Absolut. Nein, völlig einverstanden. Dass die Fläche von den Angriffen ist sicher das zentrale Problem und die ausweglose Situation offensichtlich in den Verhandlungen, die es ja gibt zum Teil. Ich meinte auch, grundsätzlich, auch wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, ist es klar, Universitäten sind immer der Ort von politischem Protest gewesen. Ich finde es ehrlich gesagt auch relativ absurd, wenn der ETH-Präsident öffentlich sagt, man darf an den Universitäten keine politischen Aktivismus machen. Also die Unis sind gegründet worden, um sich über den Impact von Wissenschaften auf die Gesellschaft zu streiten. Wo, wenn nicht? Ich glaube, man muss relativ viel Toleranz walten lassen, von allen Seiten, wenn es um so Aktionen geht. Ich finde, was die Uni Lausanne gemacht hat, in dem Sinn durchaus nachvollziehbar, das möglichst im Dialog versuchen zu lösen, einverstanden. Es gibt Grenzen und die werden sicher auch immer wieder überschritten. Das ist sicher so, wenn es um Solidarisierung mit der Hamas geht, wenn es um Nazi-Vergleich geht, wenn es um Solidarität mit dem Iran geht. Das ist inakzeptabel. Antisemitismus muss man nicht diskutieren. Da gibt es eine Grenze. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, das ganz Gros von der Empathie und von der Solidarität, die ich spüre in der Schweizer Bevölkerung, ist völlig klar auf einer absolut humanitären Schiene. Die Leute wissen, wie schwierig der Konflikt ist und wollen auch genauso wenig zu tun haben mit den Terroristen und dem Mordanschlag von der Hamas wie mit dem Missbrauch von der Gewalt durch die israelische Regierung. Und dann finde ich schon, so die Forderung von keine Zusammenarbeit mehr mit jegliche israelische Universitäten, finde ich schon auch problematisch, ehrlich gesagt, weil es so eine Gleichsetzung macht mit quasi Israel gleich die israelische Regierung. Und so wie ich es zumindest kenne, sind die israelischen Universitäten ja schon noch ein bisschen unabhängiger vom Staat oder von der Regierung Israel. Und
dort einfach jegliche Zusammenarbeit quasi zu boykottieren, das finde ich ein Schritt, der weit zu weit geht, meiner Meinung nach. Ich bin einverstanden. Ich teile das. Ich meine auch, das ist falsch. Ich finde präzise Boykott kann durchaus, und das zeigt der Geschichte, richtig sein. Also zum Beispiel sagt man, will nicht an der Entwicklung von Kriegsmaterialgütern beteiligt sein. Oder so Geschichten. Oder man will nicht an illegalen Besetzungsaktionen von radikalen Siedlern im Westjordanland beteiligt sein und Organisationen nicht unterstützen. Das macht alles legitim. Das ist völlig richtig. Die Protestierenden sagen natürlich, ja gut, wenn man nicht Druck auf die ganze Gesellschaft ausübt, dann wirkt es nichts. Fair point given. Nur ist das, glaube ich, gerade vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung gegenüber Israel, was schlicht und ergreifend gibt und dem Schutz vom jüdischen Leben nicht zu rechtfertigen, dass sie alles in einen Topf wirft. Mm. Also ich teile das genauso. Vor allem ja auch, weil die Protestbewegung ja lebt vor Ort. Ja. Oder? Und ich glaube, das müssten wir uns auch überlegen, wie kann man die, neben der palästinensischen Bevölkerung im Schutz, wie kann man die israelische Opposition und Zivilgesellschaft unterstützen? Müssen wir viel mehr. Übrigens finde ich es auch immer am wichtigsten, wir müssen über das reden in der Schweiz, wo man wirklich konkret kann beeinflussen kann. Wir können, so schwer es ist, fällt, den Krieg nicht beenden aus der Schweiz raus. Das wird nicht funktionieren. Aber wir können Druck aufsetzen, damit zum Beispiel der Bundesrat endlich Gelder für das Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser freigibt. Das finde ich zum Beispiel inakzeptabel, dass man das nicht macht. Da sind wir nach wie vor am Kämpfen. Wobei, dort haben wir ja einen gewissen Zwischenerfolg gehabt, dass die ersten 10 Millionen ausgezahlt werden. Ja. Das ist nicht das, was wir gefordert haben, das, was wir wollen. Nicht das, was dringend notwendig wäre. Zum Schutz von der Bevölkerung, zur Unterstützung von der Bevölkerung in Gaza. Aber es ist immerhin jetzt mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Du hast mir heute Morgen noch einen Artikel geschickt über die Economy Suisse oder Schweizer Zeitung. Ja, apropos 10 Millionen. Ja, stimmt. Es ist wirklich gerade zum dritten Thema. Die Economy Suisse, also der Wirtschaftsdachverband, hat sich offenbar letzte oder vorletzte Woche getroffen, der Vorstand getroffen, zum Kopfleeren zu machen nach der Abstimmungsniederlage vom 3. März, also wegen der 13. AV-Rente. Und sie sind dann zum Schluss gekommen, sie müssen auch wieder ein bisschen, also das ist jetzt, ich gebe jetzt den Artikel wieder, sie müssen auch wieder ein bisschen längerfristige Kampagne machen, nicht immer nur so von Abstimmungskampf zu Abstimmungskampf. Und für das müssen sie ihr aktuelles Budget mehr oder weniger verdoppeln, also von 10 Millionen auf 20 Millionen im Jahr. Auch um diesen grossen Budgets von linker Seite endlich etwas können entgegensetzen. Die Armen wirklich. Also Economy Suisse hat beim Abstimmungskampf zu der 13. 2,75 Millionen Franken ausgewiesen. Das müssen sie jetzt mittlerweile, dank der Transparenzvorschriften. Also an den finanziellen Mitteln ist es nicht gelegen, warum sie verloren haben, sondern vermutlich halt eher an den Argumenten. Eine wunderschöne Karikatur gehabt, muss man sagen, vom Schad bei dem Artikel. Ich kann sie vielleicht ganz kurz beschreiben, können sie auch alle googlen, aber man sieht übergroße SUV und Menschen, die knapp so gross sind wie die Reifen, oder? Und oben die Führung von der Economy Suisse. Im SUV innen, wo sagt ungefähr, wir stellen fest, unsere Message kommt nicht an und wir müssen also offensichtlich zweimal so grosse Lautsprecher haben, um hinzukommen. Also nicht sich überlegen, sind wir möglicherweise auf dem falschen Dampf so? Im Elfenbeinturm hängen wir in einer radikal-liberalen Ideologie nachher, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat von den Menschen. Nein. Sondern man muss Propaganda verbessern. Eine beeindruckende Schlussfolgerung aus der Mitlage. Eben so deine im Einspieler angekündigte neue Ausrichtung von Economy Suisse ist eigentlich mehr nicht eine inhaltliche neue Ausrichtung, sondern mehr Geld, um noch ein bisschen Leute ihren was ist jetzt eine freundliche Bezeichnung dafür, ihre Propaganda, sagen wir es mal so, können zu mitteln. Und ich finde es wirklich ganz offensichtlich, also ich kann ja nur den Artikel wiedergeben. Wir sind ja nicht an der Sitzung eingeladen gewesen. Aber so die Vorstellung, man muss jetzt einfach noch ein bisschen besser kommunizieren. An dem ist es gescheitert. Ein bisschen ein positives Image, nachdem sie ja jetzt eine Reihe von Abstimmungsniederlagen hinter sich haben. Und nicht einmal sich zu überlegen, hey, was wollen uns die Menschen eigentlich sagen mit ihre politische Haltung, mit dem Ja zu der 13., mit einem wiederholten Nein zu Steuergeschenken, Vorlagen, Konzernverantwortungsinitiative, alles Abstimmungskampagne, die Economy Suisse den Lead hat. Übrigens, das muss man schon sagen, der Lead hat, weil sich die bürgerlichen Parteien von Economy Suisse finanzieren lassen. Mhm. Also das ist halt schon auch ein Kern vom Problem. Aber ja, ehrlich gesagt, die Hoffnung, dass sie sich anders ausrichten, die habe ich verloren. Auch letztes Jahr, oder, im Wahlkampf, haben sie ja zusammengespannt mit dem Bauernverband.
eine gross angelegte Kampagne gemacht. Sie haben jetzt auch angekündigt, sie wollen noch eine Kampagne machen für Europa, also quasi für die bilaterale Beziehung. Und ich wirklich so denke, auch dort in dieser Diskussion, wo sind die eigentlich? Mhm. Also für Economies, also für grosse Wirtschaftsfirmen oder der Wirtschaftsverband wichtige zentrale Verhandlungen sind sie einfach abwesend. Auch in der ganzen Diskussion, wenn es um irgendwie 10 Millionen Schweiz von der SVP geht, die Economy Suisse Spitze ist einfach abwesend, meldet sich nicht zu Wort, obwohl es dort wichtig wäre. Ich stelle sogar fest in der Wirtschaftskommission, dass der Einfluss massiv zurückgegangen ist. Und manchmal ist das ehrlicherweise dort jetzt absurd, aber auch ein Problem. Also uns fehlt zum Beispiel jetzt eine Partnerin oder ein Partner in der Europa-Frage, die eben können sagen, ja, zum Beispiel, nur ein Beispiel, Lohnschutz ist wichtig, auch von bürgerlicher Seite. Sind sie völlig weg vom Fenster? Ich frage mich manchmal schon. Ich meine, wie kann man mit so viel Budget so an der Realität vorbei politisieren und dann nicht einmal merken, wenn man mehrfach einen Denkzettel bekommt von der Bevölkerung, die sehr klar sagt, es wäre wirklich mal gut, man würde auf die Menschen in diesem Land hören. Es ist so eine Überheblichkeit, die unglaublich ist. Oder? Wenn man eine Abstimmung über Rente verliert, ist die Schlussfolgerung, die Leute haben nicht begriffen, was es geht und nicht, dass möglicherweise für gewisse Menschen in diesem Land die Rente zu klein sind. Das geht nicht in den Kopf und dann merkst du schon, was das für eine elitäre Weltwahrnehmung ist. Aber für was Ihre 20 Millionen in Zukunft ausgeben, müssen Sie offenlegen. Ah, stimmt. Von dem her werden wir das nach dies nach sehen. Gehen wir weiter. Matteo, was sagst du zur Impfpflichtinitiative? Also es ist so eine, immer noch so ein Nachwehen von der Corona-Pandemie. Völlig absurde Initiative, die zum Glück nicht Gefahr läuft, angenommen zu werden, aber wiederum quasi ja, eine Debatte eröffnet von all diesen Corona-LügnerInnen, die sich jetzt quasi auf ein neues Projekt gestürzt haben. Ich befürchte, dass nach dieser verlorenen Abstimmung, wird sie die Epidemiegesetzrevision, die wir in ein paar Jahren werden haben, das wird dann so der neue Aufhänger sein, wo sie mit völlig absurden Argumenten irgendwie, ja, gegen das Zwangsimpfen, was es ja nie gegeben und nie wird geben, einstehen. Warum bekommt die UNRWA, also das Flüchtlingshilfswerk von der UNO für palästinensische Flüchtlinge, nur die Hälfte von ihrem Geld? Ja, das fragen wir uns auch. Und zwar ganz unironisch, schlicht und ergreifend, weil der Bundesrat verantwortungslos handelt. Die Schweiz oder der Bundesrat hat die Gelder blockiert, die UNRWA, mit dem Verweis auf Untersuchungen von der UNO bezüglich einer möglichen Beteiligung von der UNRWA, quasi an Vorbereitung oder sogar an terroristischen Handlungen im Zusammenhang mit dem 7. Oktober. Das wäre absolut inakzeptabel. Die Untersuchung ist abgeschlossen, die hat Empfehlungen ausgesprochen als UNRWA. Praktisch alle Länder haben ihre Zahlungen wieder aufgenommen, weil man kann nachweisen kann, dass das Geld gut eingesetzt wird und dass das die einzige Organisation ist, die schnell jetzt die nötige humanitäre Hilfe leisten kann. Die Schweiz hat immerhin jetzt, statt da 10 Millionen freigemacht, aber nicht das ganze Geld und versteckt sich hinter einer sehr dubiosen Argumentation, meines Erachtens völlig unhaltbar und eine Verletzung von der humanitären Pflichten. Bist du zuversichtlich für Prämieninitiativen, die wir am 9. Juni abstimmen? Die aktuellen Umfragen deuten nach wie vor auf ein Ja hin, auf ein knappes Ja, aber auf ein Ja. Und wenn ich auch all die Menschen sehe, die mir erzählen, wie Mühe sie haben, ihre Krankenkassenprämien nach wie vor zu zahlen, weil sie auch von Jahr zu Jahr explodieren, dann macht mich das zuversichtlich. Aber ich weiss auch, dass wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen einen Job zu erledigen haben, nämlich wirklich möglichst viele Leute an die Urne zu bringen, davon zu überzeugen, dass bei einem Nein es einfach kein Ende in Sicht ist von dieser Prämienexplosion. Jetzt auch sonst jedes Jahr quasi noch ein bisschen mehr Geld muss ausgegeben werden vom Haushaltsbudget für Krankenkassenprämien, wie sich der Bund und Kanton vor allem aus der Verantwortung nehmen. Was macht die SP gegen die 10 Millionen Schweiz-Initiative von der SVP? Also ist jetzt erst einmal eingereicht und in erster Linie ist jetzt mal der Bundesrat verantwortlich. Er muss sich überlegen, braucht es einen Gegenvorschlag oder nicht. Und wir werden nachher die Initiative prüfen und mit Sicherheit ablehnen. Das ist klar. Und werden versuchen, einerseits im Parlament natürlich eine Koalition herzustellen, die die Initiative bekämpft und ablehnt. Und dann mit Sicherheit auch an der Urne, ob es jetzt einen Gegenvorschlag gibt, ist noch eine offene Frage. Aber ist klar, die SVP wird das primär aus Propagandagründen an die Urne bringen. Und wir werden das bekämpfen. Und das ist eine Initiative, wo Menschen abstrafen, die in das Land kommen, weil sie eine wirtschaftliche Perspektive suchen und wie sie helfen, der
Reichtum von dem Land weiterzuentwickeln und von unserer Gesellschaft. Und das lehnen wir ab, das Bashing von Migrantinnen und Migranten, abgesehen davon, dass es europapolitisch hochgradig problematisch wäre, das Ende der Personenfreizügigkeit. Also wir werden uns sicher Affen gegen die Initiativen engagieren. Da kann dann die Economy Suisse mal einen guten Beitrag mit ihrem grossen Budget leisten gegen eine SVP-Kampagne. Das wäre es auch schon wieder gewesen mit Meier Wermuth. Schön, sind ihr dabei gewesen. Wenn ihr wie immer Fragen oder Kommentare habt, ein Mail an meierwermuth@sbschweiz.ch oder in Kommentarspalte. Man kann natürlich den Podcast abonnieren, wenn man den Eurovision Song Contest schaut oder zum Beispiel jetzt die Eishockey-WM, die diese Woche noch läuft, aber auch aus allen anderen Gründen, egal auf welchem Kanal, dass ihr schaut oder hört. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche wieder.